Hallo, ich bin es mal wieder. Und zwar heute mit meinem Review über das Emily Wallet in Rot. Und zwar, ich habe mich direkt dafür entschieden, noch ein Review hinterherzulegen, weil, naja, man sollte ja schon wissen, wie das aufgebaut ist und was reinpasst. Bevor ich das Portemonnaie gekauft habe, war ich mir halt wirklich unsicher. Ich wusste nicht genau, welches sollte ich denn jetzt nehmen. War dann ein paar Mal bei Louis Vuitton selber drinnen. Ich wusste nicht, sollte ich das Zara nehmen oder zum Beispiel das Josephine. Und am Ende habe ich mich dann aber für das Emily entschieden, wie ihr seht. Von hinten. Ja, die Größe ist halt ungefähr, ich würde sagen, 19 mal 10. Die genauen Maße müsst ihr mal auf der Homepage von Louis Vuitton nachgucken. Und ich habe mich für das Rote entschieden. Ihr seht, der rote Knopf. Einmal ganz nah dran. Weil ich fand, dass das Rote, es gibt das auch noch in Grün und in Blau. Und das Rote fand ich passt zum Beispiel, wenn ihr zum Beispiel viele Sachen in diesem Damier Ebène, dieses dunkle Schachbrettmuster habt, dann passt das einfach besser, weil dann die Speedy oder eure Neverfull oder was auch immer ihr habt, dann mit rotem Innenfutter ist. Und ich finde das halt persönlich ganz schön, wenn es dann auch wirklich halt so ein bisschen zusammenpasst, auch wenn natürlich das Canvas-Muster nicht das gleiche ist, wie ihr ja wisst. Ja, am Anfang war ich mir sehr unsicher, weil, wie ihr sehen könnt, es gibt leider nur vier richtige Kreditkartenfächer. Das ist natürlich etwas wenig im Gegensatz zum Zara. Und hier innen drinnen habt ihr einmal in Rot und in dem normalen Monogramm Canvas noch ein Fach für zum Beispiel, ja, ich tue da einfach Scheine rein. Dann habt ihr dahinter aber noch ein Fach. Und jetzt kommt der Clou. Noch ein großes Fach. Das ist wirklich groß. Ja. Ich zeige euch jetzt mal, was bei mir reinpasst. Und zwar habe ich die wichtigsten vier Karten einfach hier vorne. Das ist mein Studentenausweis, meine Fitnesskarte, meine EC-Karte und auch meine Kreditkarte. Die stecken dann da so drin. Und seht ihr das auch? Ja, ein kleiner Schein kommt hier hinten rein. So, jetzt, es kommt natürlich darauf an, wie viele Karten ihr noch habt. Ich habe zum Beispiel noch meinen Führerschein, meine Krankenkassenkarte und so weiter. Die habe ich einfach in dieses Fach hier hinter gesteckt. So. Und es passt eigentlich ganz gut, weil so oft hält mich die Polizei nun auch nicht an, dass ich dann halt tausendmal suchen müsste nach meinem Führerschein oder sowas. Da ich leider im Moment noch diesen großen Ausweis habe und meinen Studentenausweis übrigens, ja, habe ich den einfach in dieses ganz große Fach hier hinten gesteckt. Ja, weil da passt er halt eigentlich am besten rein, fällt nichts raus. Ja, dann gibt es natürlich auch noch Münzgeld. Das ist auch gar kein Problem bei diesem Portemonnaie. Und zwar habe ich das einfach hier. Drinnen ist ja noch das Fach reingesteckt und alles ist sicher verstaut. Auch süß mit diesem roten Zipper. Nun, wo ich gerade hier stehe, wie ihr ja wisst, haben alle Louis Vuitton-Produkte auch diesen berühmten Data-Code. Ja, der ist ja manchmal ziemlich schwer zu finden. Und wenn ihr den sucht bei diesem Emily Wallet, dann kann ich euch einen sehr guten Tipp geben. Und zwar ist der hier. Genau da. Ich habe den halt echt Ewigkeiten gesucht und habe gedacht, was ist das denn? Das kann doch wohl nicht sein. Ja. Bei diesem Portemonnaie fand ich eigentlich ziemlich gut. Im Louis Vuitton Store selber hat man mir halt davon abgeraten. Aber wenn ihr halt nicht viel Kleingeld habt und auch sonst nicht so viel drin, ihr seht ja, ich habe ja jetzt keine Quittungen, Kassenbons oder sonstige Sachen drin. Bei mir ist das halt alles schön aufgeräumt. Dann, und ihr habt zum Beispiel ein iPhone, dann könnt ihr das iPhone hier hinten in dieses große Fach stecken und ihr könnt es auch noch wirklich extrem
sicher zumachen. Also es ist nicht irgendwie, dass es jetzt hier hinten sieht man es halt ein bisschen jetzt, weil halt auch viel Kleingeld drin ist. Aber ansonsten, wenn ihr angenommen mal kurz einkaufen geht oder in der Mittagspause oder was auch immer, es ist echt perfekt, die Sachen einfach so reinzustecken. Ja, und das war der Grund, weshalb ich mich für das Emily Wallet entschieden habe und ich bin auch immer noch zufrieden. Für sonstige Anregungen bin ich auch immer dankbar, schreibt mir einfach drunter. Bis bald!